Moin Moin zum Teil 5. Okay, jetzt sind wir online. Zugeschaltet ist nochmal der Arne. Die brauchen ein bisschen länger. So, mal gucken. Du musst bloß dann über Twitch sozusagen musst du Mal dann gucken. den leise stellen, Muss weil du bloß mich dann sonst doppelt hörst. über Twitch sozusagen. Ja, Genau. das höre ich ja jetzt hier drüber. Das ist ja gut. Ich hab's auf. Brauchen wir mehr Licht oder reicht das? Nee, ich denke, das wird reichen. Nee, das reicht, denke Ich ich. Ja. habe mir nämlich extra noch eine Fotoleuchte gekauft. Oh. Aber kann man hier noch ein bisschen mehr Licht machen. Aber das Problem ist einfach, die Kamera tut das runterregeln. Ich kann das nirgendwo einstellen. So. Ach so. Also Ich von das so oben, mach. von der Seite, also wir haben jetzt schon relativ viel, hier oben fehlt noch relativ viel. Aber das ist bloß der Deckel. So, und da schauen wir mal. Bauschritt 31. Und wie viel Teilen? Wie viele Bauchschritte sind es? Wir haben noch, also die Figuren habe ich noch nicht gebaut, weil ich finde, das ist Quatsch, die mittendrin zu bauen. Also das war, glaube ich, Schritt 5, 6, 7 oder sowas. Moment, hier. Ja, Schritt ja. 16 waren die Figuren schon. Da war ich noch nicht mal halb, also gerade mal halb der Hälfte Höhe. Das nützt mir doch nicht, wenn die Figuren da schon da stehen. Die kann man ja nachträglich reinbauen. Das ist nicht das Problem. 32, 33, 34, 36, 37 und das Dach habe ich ja schon. So, 37, also 5 Schritte noch. 6. So, die Referenztabelle habe ich mir hier ausgedruckt extra, damit man nicht so lange suchen muss. Ach so. Gibt's die Anleitung auch online? Von Wange? Kann ich nicht Nee. sagen, keine Ahnung. Ach so. Hast du einfach eingescannt und dann Also ich habe jetzt ausgedruckt. nur diese Referenztabelle habe ich mir ausgedruckt, weil einfach, wenn du mal was schnell suchst, ist ja Quatsch, wenn du jedes Mal nach vorne blättern würdest, so findest du das relativ Ja. schnell. Ja, und es sind ja alles auch die gleiche Farbe, so ziemlich, ne? Das ist ja. Genau, so. Müssen wir mal schauen, wir brauchen jetzt einmal 16. Einmal 16, das ist bei BF14er. Einmal 16. Also großer. Warte mal, ich gucken. Ist ein ganz groß. Okay. Ja, das ist ja schon sehr Ich habe so. viel. Ach ja. Oh, das ist 14. Das ist sogar 14. Einmal 14, 16. Ich hoffe, dass sie sich da nicht verschrieben haben. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Wenn ich hier drauf gehe, ist das bei mir einmal 14 für mich. Seltsam. Na gut. Ach nee, ist 16er. Aber hier steht trotzdem einmal 14. Verstehe, wer will. So, das. Dann haben wir einmal 8 in Grau. Halt. Das. Jetzt einmal 8. Dann brauchen wir einmal 6, zweimal. Dann viermal. Einmal 4 in Grau. Es ist ja nicht mehr allzu viele Steine da. Und 76 mal solche grauen Pins. Okay. Die habe ich immer. Krabbelkiste. Also hier kann ich gleich hier rausnehmen. Aber diese Schritte, die sind ja unwahrscheinlich groß, ne? Ja, ich sag mal so, ist noch okay, weil du baust ja alles gleich. So, jetzt muss ich zum Beispiel die Ja, ganze gut. Zeit nur die grauen Teile hier drumherum, 76 Teile drumherum bauen. Okay. Na, das ist schon nervend.
Ja, eine Johnny's World wird auch sowas oder hat das auch zusammengebaut, hat er auch gesagt, es ist eigentlich an manchen Stellen echt langweilig, aber es ist ein sehr, sehr schönes Modell. Ja, das schon. Aber das sieht nun mal so aus. Da kann man ja auch nichts machen. Nee, was man da machen? Das sieht gleichmäßig aus. Wie Johnny's World sagt, das Arc de Triomphe ist sogar besser, er findet das architektonisch besser als der Eiffelturm. Das untere Projekt, den Eiffelturm mir noch zu holen. Ja, die Frage ist von wem? Von Wange oder genau, was? Alles Wange. Wangi heißt die hier, genau. Damit ich hier die Reihe auch komplett kriege und damit das auch alles stimmt. Ja, weil Eiffelturm gibt es auch von Lego. Ja, nee, Lego ist, nur, Lego ist nur, mir zu teuer. Ist bloß eben nicht mehr ist nicht mehr bezahlbar. Der ist nicht mehr bezahlbar. Der ist, kannst du vergessen, der ist lange raus, weißt du? Ja, nicht, kann man nicht drüber nachdenken. Dann brauchst du nicht mehr drüber nachdenken. Aber geben tut's das auch. Ja. Die haben mal den Eiffelturm hat mal Held der Steine gebaut, aber mit aus anderen Farben. Dadurch billiger eben, ne? Okay. Nur, der hat die Steine gekauft, aber nicht auf die Farbe geachtet. Ja. Und da hat er, glaube ich, noch, ich weiß nicht, stimmt, 150 Euro oder was, ich weiß nicht, was er da investiert hat bei Brickling und hat die dann, eben, da haben sie mal in so einem Stream gebaut. Der ist ja auch ganz schön groß, ne? Ja. Ich weiß jetzt hier von Wangel, den kenne ich gar nicht. Da weiß ich gar nicht, wie groß der ist. Aber es wird so ähnlich sein im Maßstab wahrscheinlich. Hier auf der Hinterseite sind die alle abgebildet. Irgendwo war er doch. Hier. 45 mal 30 mal 9 mm. Achso, okay. 45 mal 30, okay, und die Grundplatte mal 9 mm, das haut irgendwie nicht hin von der Höhe, es stimmt irgendwie hier nicht, die sind alle 9 mm hoch, also das sind nur die Grundplatten, okay. Ach so. Aber 45 mal 30. Also, ich sag mal so, so richtig gefallen tut er mir nicht, aber ich irgendwann mal. Also schiefe Turm von Pisa bin ich am überlegen. Empire State Building beziehungsweise Petronas Towers, die sehen auch sehr schön aus. Ja. Ja, ja, die haben ja viel. Wange ist eigentlich für Architektur bekannt. Ich weiß gar nicht, was die noch so haben. Ich kenne eigentlich bloß Architektur von denen. Ja, garantiert auch noch anderes Zeug, aber. Ich warte ja noch auf die von Bluebricks angekündigten Sachen, dieses Fachwerkhaus zum Beispiel und die Fachwerkscheune. Aber das dauert eben. Hast du die Bank gesehen? Die Bank? Nee, habe ich jetzt noch nicht geguckt. Die musste mal jetzt das letzte Video vom Held. Vom Held gucken. Der hat die Bank und die haben sie auch selber vorgestellt jetzt, letztens. Ja, aber das ist bestimmt Western. Und Western ist nicht so ein Western-Bank. Nee, das ist Western. Die haben eine ganze Western-Serie und da kommt auch noch ein großes vor und so. Also da kommt auch richtig große Sachen auf. Das ist aber von, das ist Bluebricks Pro, ne? Das ist mit von Xingbao, das ist mit Anleitung und Karton richtig, ne? Das ist nicht alles zusammen, das ist auch mit Bauschritten und so. Ja, aber das sind mehr so Spielsets. Das sind gerade keine Spielsets. Denkst du? Das sind keine Spielsets, auf keinen Fall. Das wären Spielsets gewesen. Nee, da sind zwar Minifiguren dabei, aber das ist kein Spielset in dem Sinne. Das kannst du mir glauben.
Die Bank und die Western Sets auf keinen Fall. Ne? Ja, wie gesagt, ich halte mich jetzt erstmal an die Architektursachen. Ja, du musst auch langsam machen. Das kannst du ja gar nicht bezahlen, weißt du? Ich muss sagen, die Qualität, was ich sehr gut bei Wangi finde, ist, du hast ja bei Lego zum Beispiel, musst du immer darauf achten, selbst bei diesen 1x2 normale Höhe, dass du die richtige Frontseite nimmst, weißt du, weil die genau an dieser Seite sozusagen ist dieser Nippel, wo die das gepresst haben. Dann siehst du das. Ja, Wangi hat das immer oben drauf. Das finde ich absolut stark. Ja. Immer oben auf so ein Nippel. Ja. Udo, das nennt man Angusspunkte. Ach so, okay. Ja, das ist aber noch besser bei Mold King, ne? Bei Mold King ist es noch besser. Noch kleiner. Aber das sind bis jetzt Sachen. Ich habe jetzt noch nicht zurückgefunden für Mold King, wo ich jetzt sagen würde, das würde ich jetzt unbedingt haben wollen. Die haben zwar wirklich schöne Sachen, das Motorrad zum Beispiel, was jetzt vor kurzem vorgestellt wurde, ja, fand ich sehr schön, ja, aber ob ich es jetzt unbedingt bauen würde. Coolen Trecker und so. Die haben eben auch Sets, die haben auch geklaute Sets, zum Beispiel von Mockern, ne? Ja. Manche Sets arbeiten so zusammen mit Mockern und manche sind einfach nur geklaut. Das haben die auch, ne? Das ist eben den ihr Manko. Wir wollen mal nicht sagen, geklaut, irgendwo anders her besorgt. Ja, man kann das so und so sehen. Aber die haben eben diese Gobritz-Steine, ne? Darum geht's immer. Ne? Ja. Weil das wohl sehr, sehr gute Steine sind. Ne? Die haben kleinere Angusspunkte wie Lego zum Beispiel. Mhm. Also sagen sie, das ist eigentlich einhellige Meinung, dass das die besten Steine neben Lego-Steinen sind. Ne? Ja? Also die können auf jeden Fall mit Lego mithalten. Oder sind schon sogar bald vielleicht noch eine Idee besser? Also ich muss sagen, hier von der Klemmkraft her ist Wangi eigentlich sehr gut. Also ich kann es auch hier in der Mitte ohne Probleme anheben. Johnny's World hat hier noch eine Verstärkung reingesetzt. Warum auch immer, ich weiß es nicht, warum da das... Aber ansonsten hält das eigentlich. Ja, das kann auch früher sein, dass man das früher machen musste, weil du musst mal sehen, die werden ja auch alle besser, die Hersteller jetzt, ne? 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 Und das kann auch früher, in der früheren Charge kann das auch ganz anders ausgesehen haben. Ne? Und früher war eben Stubahn zum Beispiel war so das mit der niedrigsten Klemmkraft. Also die haben das immer gesagt, die haben mal die Klemmkraft in Stärken eingeteilt, um das zu vergleichen. Und da haben die gesagt, ein Stubahn, ne? Mhm. Das wären dann, bei Lego wären es 8 Stubahn, ne? Okay. Und bei Kobi sind es 10. So muss man sich das von der Klemmkraft her vorstellen, ungefähr. Also wenn Lego so der Durchschnitt ist, liegen die bei 8. Ungefähr. Ja. Aber die anderen sind natürlich auch Stubahn und Tsingbao, die sind alle viel besser geworden. Jetzt. Also ich sage mal, es kommt immer auf die Steine auch drauf an, was sie jetzt für Steine setzt. Also bei dem Modell finde ich zum Beispiel, Moment, wo habe ich denn jetzt so einen Beispielstein? Da habe ich glaube noch einen übrig. Nicht, ne? Ja, die haben nicht ganz so gute Steine manchmal. Doch, hier. Genau. Also hier das Modell hat zum Beispiel dieses U-Profil, so will ich es mal nennen. Das ist aufrechte U-Profil.
Das ist hier in den Seiten verbaut. Also hier zum Beispiel in den Seiten finde ich persönlich nie hundertprozentig schön, weil am Anfang hat sich das ein bisschen rausgewellt. Man muss das dann reindrücken, um sozusagen eine glatte Fläche reinzukriegen. Also sollte keiner dran rumdrücken, weil dann hast du wieder, dann geht es wieder nach innen. Ist jetzt für Modellbauer, sage ich mal, ungeeignet eigentlich. Mhm. Aber so wird das Modell leichter, ist okay. Vielleicht ist es auch dadurch billiger, weil es ist ja weniger Material. Ich weiß es nicht. Ja, im Augenblick hängt dein Stream ein bisschen. Ich weiß auch nicht, bei mir drödelt er. Okay. Ja, einfach nochmal neu starten und nochmal reingehen. Ja, wahrscheinlich wird es. Nur einen Browser aktualisieren. Ja, ich mache es ja nicht über den Browser, aber das ist ja egal. Ich mache es ja über. Oh, das ist der andere. Ja, jetzt bist du wieder da. Jetzt bist du wieder richtig da. Okay. Aber wer weiß, manchmal hängt er. Nee, ich mache es doch über die App, ich mache es doch über Tablet, weißt du? Ja. Das ist praktischer, als jetzt am Computer zu sitzen, weißt du? Ich kann mich dann schön hier gemütlich auf meine Couch. Ist auch weniger Stromverbrauch. Ja. Ich habe ja hier, ich habe jetzt zwei Tablets zu laufen, ne? Mhm. Ich habe noch ein altes und ein neues und ganz neu. Also ich habe mehrere. Ist jetzt nicht so, dass ich arm bin. Tablets. Du kannst gerne noch ein Apple, ich habe noch jemanden an der Hand, der hatte Apple iPad gekauft und zwar gebraucht, aber ohne Software. Also es ist kein Betriebssystem drauf. Hä, was ist denn das? Ja, sowas gibt's auch. Ja, was willst du denn damit? Du müsstest dir ein Betriebssystem kaufen extra. Das kann ja sein, dass es sowas gibt, aber was willst du denn damit? Ja, wenn da kein iOS drauf ist. Früher hätte ich mal eins gebraucht fürs Schlagzeugspielen, aber jetzt lohnt sich's nicht mehr. Das gibt's die ganze Programme. Ja, aber ohne iOS gibt es sowas ohne iOS? Ja, es ist ja gebraucht, wie gesagt. Da weißt du ja nicht, ob die. Ja, aber da muss ja ein Betriebssystem drauf sein. Das geht doch gar nicht ohne. Tja. Oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber. Also zumindest sollte ich da was drauf spielen. Ich habe es aber dann abgelehnt, weil da sollte unbedingt Windows drauf. Da habe ich gesagt, da brauchst du nämlich eine komplett neue Version von Windows. Also du kannst keine gebrauchte nehmen, sondern da muss eine komplett neue her. Und habe ich gesagt, das macht keinen Sinn. Geht das überhaupt auf dem iPad? Geht auf dem iPad Windows? Na, das glaube ich nicht mal. Ja, es geht, aber wie gesagt, mit einer komplett neuen Version. Du brauchst einen komplett neuen Key. Ach so. Ja. Ach, dann kannst du das anschließen und kannst da eine drauf rüberspielen, oder was? Du kannst dann Windows draufspielen, ja. Ja, aber plus, das ist doch völliger Quatsch. Ich meine. Ich meine, wenn ich ein iPad habe, ne, dann kann ich doch iOS nehmen. Das ist doch gar nicht so. Ja, das ist doch gar nicht. Hm. Irgendwie. Naja, ich weiß nicht. Das soll. Da kann ich. Nee, warte mal, das wird innen reingesetzt. Ich war jetzt davon aus, ich dachte schon, hä? Kann doch gar nicht sein. Und zwar. Okay, dann kommt das hierher. Bin ich jetzt schon gewundert. Ich dachte noch größere. Ah, Calculon ist auch da. Ja? Ganz vorsichtig. Ja, das müsste gehen. Müsste funktionieren. Ja. Ja. Ah,
Das ist wirklich eine Sisyphus-Arbeit mit den ganzen Dingen. Warte mal, ich tue mal. Einladen, okay. Na. Okay, hier Fehler. Das kommt so hin. Das kommt. Hä? Mal ganz langsam. Na, 2, 4, 6, 8. Sind die 8er? 2, 4, 8, 6er. Okay. Hätte mich schon gewundert. Das, der 4er. Hier kommt der 4er noch her. Habe ich irgendwie eine Lücke? Wieso habe ich keine Lücke? Verstehe ich nicht. Ach ja, weil ich zu weit vorn bin. Müssen wir mal den Rig-Separator nehmen. Ja, übrigens bei Wangi in der Schachtel kostenlos mit dabei liegt jedes Mal. Ja, bloß bei Kobi nicht. Bei Kobi gibt es keinen Trick-Separator. Bei den Weißt du auch Tränen. warum? Ne, wissen wir, vielleicht sind die Autos zu klein, keine Ahnung. Nee, das hat mit den Autos, gibt auch bei den großen Sets nicht. Achso, okay. Ja, weil du brauchst, um das auseinanderzukriegen, brauchst du einen Hammer und keinen Trick-Separator. Okay. So. Ja, es ist wirklich so, die Steine sind, die halten zu gut für diesen, für so ein Brick-Ding. Nummer 32, da haben wir einmal 10, viermal, das sind Plates. Große Plates, muss ich jetzt erstmal gucken. So, was hat man gesagt? Ein Zehner. Das sind Zehner, ja. Das brauchen wir viermal. Dann brauchen wir. Sechs, einmal sechs. Das finde ich sehr schön bei Wangi, dass die oben drüber geschrieben haben. Einmal sechs zum Beispiel. Du hast bei den anderen Modellen, da suchst du die Stimmen dämlich. Ehrlich, ich muss die Noppen immer zählen. Also die haben das sehr schön gemacht, muss ich echt sagen. Einmal sechs. Ja, aber bei vielen erkennst du das auch gleich so, was das für eine Länge Ja, aber ist. wenn du Ja, jetzt mal wenn einen Zehner oder einen Zwölfer, würde ich jetzt nicht sofort gleich erkennen. Ja, das ist schon schwierig. 4, 5, 6. So, jetzt in Grau. Jetzt in Grau brauchen wir Dreier. 4 Stück. Okay. 1. 1, 2. Machen wir dann auch. 3. Und die Zweier, da haben wir schon mal die Zweier. Da. Die Vierer in Grau brauchen wir auch noch. Ja. Ach, hier hinten. Einmal 4, 10 mal 2. Ja. 6. 8. Aber nachher bei den Ketten, das ist auch mühselig ohne Ende. Bei welchen? Die Ketten. Bei den Ketten nachher, Ach da so. wünsche ich dir viel Spaß. Ach naja, die Oh. Ketten, das war Bauschritt 2 oder so, wo ich gedacht habe, Bauschritt 2 die Ketten und Bauschritt 3 das Schild, wo ich dachte, ehrlich, kann man auch am Ende machen. Das muss man jetzt nicht unbedingt gleich am Anfang machen. Das musst du auch am Ende machen, weil die Ketten fliegen sonst immer wieder runter. Ja, genau. Mir ist auch schon immer Das runtergefallen. So. die Ketten kannst du auch weglassen. Das. Aber 20 mal die Pins. Ach so, Moment. Aha. Jetzt kommen noch die kleinen runden Pins da oben ran. Bin schon mal gespannt. Okay, das wäre also sozusagen immer ein runder. Kann ich auch mal
die Seitenkamera nehmen. Ja, das ist ein Stück größer. Das Problem ist bloß, wir müssen irgendwann mal die Kamera anheben. Jetzt. So, hier der Pin. Dann kommt ein Dreier. Dreier, dann kommt wieder ein Pin. Wie gesagt, das Schöne ist, dass du immer parallel baust. Der Nachteil ist, wenn du immer parallel falsch gebaut hast, also immer falsch gebaut hast und dann mit der zweiten Seite anfängst und wieder falsch baust, dann hast du natürlich auch ein bisschen mehr auseinanderzubauen. Mhm. So, das einmal. Die Zweier hier. Ah, jetzt kommt hier das Zweierstück. Und noch so ein Pünktchen. Das und. So, dann ja, aber das ist aber sehr kleinteilig. Sind wir bei der großen Seite. So, dann machen wir einfach mal. Hier ein Vierer. Ja, Vierer. Dann. Kommt alles Vierer. Okay, müssten alles Vierer sein. Genau, und kommt auch genau hin. Danke mehr. Ja, Wange habe ich auch noch nicht gebaut. Mehr also, so ich sag mal so, es nimmt sich von der großen Firma nicht allzu viel. Die Steine sind genauso groß, nur dass das Logo nicht auf den Pins draufsteht, aber ansonsten, also die haben ja Bock, logisch, es würde wahrscheinlich drauf passen, Kubi hat ja direkt... Doch, Wange hat Steine, die hat Lego nicht. Weißt du welche? Aber ich sag mal so, bis jetzt habe ich ja groß keinen Unterschied festgestellt. Auch in der Größe her, ne? Also sie sind gut, sind handlich, also für Kinder auch sehr gut geeignet und auf der Schachtel steht das ja auch drauf, ja. Familienfreundlich steht drauf und mit der ganzen Familie ja bauen. Das ist richtig. Nee, die haben Steine, die gibt's bei Lego nicht. Diese. Weißt du welche? Nein. Na, was schätzt du denn? Welche Steine, die hast du schon verbaut? Auch bei Kobi hast du die schon verbaut. Bei Kobi gibt's die noch mehr. Ja, ne, die normalen, die auf jeden Fall bei den Fahrzeugen dazu sind, die auf jeden Fall. Ja, da sind Steine dabei. Ne? Ich meine nicht die Formteile, sondern so, normale okay. Steine. Normale Steine sind das. Das sind die 1x5, 1x7 und 1x9 und so weiter. Mhm. Diese Steine, die gibt es bei Lego nicht. Bei Lego gibt es bloß bis 1x3 und dann ist Schluss. Ansonsten gibt es nur die geraden Dinger. Und das ist eben Markenzeichen. Also ich bin trotzdem immer wieder erstaunt, wenn die das jetzt zusammenbauen. Ich sag mal, die müssen das ja irgendwo erstmal konzipieren. Wie schön das konzipiert ist an manchen Stellen. Also hier ist zum Beispiel diese Riffelung, finde ich sehr schön. Auch Johnny's World hat das auch sehr gut gefunden. Also ich finde das wirklich sehr gut gemacht. Natürlich, ich weiß jetzt nicht, hier sind die Bratpfannen dran, warum das so immer oder was das auch, wozu das Teil auch immer da sein soll. Ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was mir nie gefällt, sind die Teile, die sich hier drehen. Also man müsste die immer ausrichten. Warum die sich drehen, weiß ich auch nicht. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht wird das luftgekühlt, das Arctitrium, keine Ahnung. Oder es ging einfach nicht anders. So, jetzt haben wir noch die lange Seite.
Aber ja, wenn ich das mal so sehe, durften relativ viele Steine übrig bleiben. Außer es kommt ja, die haben irgendwas ganz Spezielles. Ja. Die haben meist ordentliche Ersatzteile. Ja. Und Christian, auch Lust jetzt deine Titanic weiterzubauen? Es gibt heute Abend noch, also ich weiß aber nicht, wann der streamt. Und zwar ist das Iron the Duke auf Twitch. Er baut auch ganz seltsame Sachen, mit dem habe ich mich gestern unterhalten, währenddem ich gebaut habe, war sehr interessant, aber der hat zum Beispiel so chinesische Sachen gebaut, wie irgend so ein Elefant und ein Kranich. Okay, das ist jetzt nicht mein Metier, wo ich sagen würde, ja, würde mir gefallen, aber jedem das seine. Und ein chinesisches Haus baut er gerade, da ist er gerade dabei. Zusammengeschriebener, ich glaube, The Iron, und man müsste ich gucken. Ach nee, Fritz The Iron Duke, okay. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wann er genau heute Abend streamt. Auf jeden Fall sind da relativ viele Leute dabei und schauen zu. So, mir fehlt noch ein Pin. Ah, hier haben wir noch einen. Und von welcher Firma sind die? Die Gebäude und so, was der baut? Oh, kann ich gar nicht. Ich glaube, Singbau müsste das, glaube ich, sein. Also zumindest die Elefanten die und so. Das andere chinesische Haus, glaube ich, auch. Ja, dort, ja, gibt sowas von Singbau. Das ist einfach nicht meine Mentalität. Da ist ja Bluebix-Importeur. Kommt das jetzt außen hin oder innen hin? Nee, innen. Innen, okay. Was ist das auch? Mal wieder, weil ich jetzt oben drauf baue, ups, mache ich mal wieder die Seiten-Doppelcam. So. Sieht hier. Das lange Teil kommt von. Okay. Los. So, am Dienstag habe ich das erste Mal einen Corona-Test gemacht. Wo auf Arbeit? Ja, Kraftwerk. Sollte ich mich mal testen lassen. Ich sage, okay, mach mal. Ich sage, was ist aber jetzt, wenn ich positiv bin? Ne? Hätten wir ein Problem. Aber hast Glück gehabt. Ja, ne, ich bin ja jemand, der eigentlich vorsichtig ist. Aber wir haben ja jemand auf dem Gang, der wohnt ganz hinten bei mir auf dem Gang. Der sagt, Corona existiert nicht. Die Leute sind auch früher schon gestorben und... Ja, dann. Da sage ich ja, das wird wohl schon so sein. Wenn du das so meinst, wird das wohl so sein. Also da ist, wenn er denkt, ist okay. Also ich habe hier im Haus generell auch im Fahrstuhl die Maske auf. Es ist ja nicht nur um mich zu schützen, sondern auch um andere zu schützen. Sollte ich es mal haben. Aber ich hoffe es nicht so. Wir sind bei Bauschritt 32 durch. 33. Oh. Blaue Steine. Blaue. Blaue Ecken. Und zwar. Jetzt muss ich erst mal gucken. Kommt denn das jetzt hier ran? Genau oben drüber. Okay. Das wird wie festgemacht? Ach so rum. Ah ja, alles klar. Wie viel brauchst du da jetzt? Wie viele Steine?
Na, hier brauche ich jetzt 30 Stück, deswegen suche ich die jetzt raus, weil ich durfte nur, ich mach mal groß. Davon durfte ich ja nur 30 haben. Immer eins Platz, immer zwei. Okay, eine zwei und Platz eins. Platz lassen. Gar nicht, dass das da drin ist, aber. Das ist bestimmt auch ganz normal. Ich weiß nicht, ob es das Formteil auch bei Lego gibt. Also ich. Das, ja, wie könnte man das hier jetzt das beschreiben? Das hier, ich würde eher als in Richtung. Hä? Wie kommt das hier auf der Seite? Auf der Seite geht denk das ich auch. Okay. Also das könnte es auch geben. Sieht, ja so ein Winkel sieht aus, ja, wie eine Bank, mhm, oder so. Aber... Ja, sowas gibt es auch. Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Das gibt es auch. Das heißt, jetzt gerade in der Farbe auch häufig gibt es die Frage. Aber geben tut es das auch, sowas. Das nur so ein Winkel ist das. Mhm. Genau, nur so ein Winkelteil. Ja, ja, so ein Ding ist auch in der Saturn 5 und so. In meiner Rakete. Achso, okay. Damit die um die Ecke fliegen kann. So ist es. Nee, das ist ja alles Snot. Snot-Bautechnik nennt man das, wenn von außen was rankommt. Ne? Achso, okay. Das heißt, das ist Snot-Bautechnik und dafür sind die ja auch da mit Effekt. Ja, aber hier sind die ja glatt innen. Die haben ja keinen Pin an der Seite. Ja, richtig. Aber vorher hast du ja auch die Grauen gesetzt. Das ist ja sowas Ähnliches, wenn du so willst. Ja. Die Grauen hier. Das ist 90 Grad V-Richtung. Also ja. da hatte ich gestern totale Probleme, hier an der Seite diese grauen Teile festzumachen. Und ich dachte, ich baue das übereinander und dachte, irgendwie passt das nicht. Soll ich jetzt ein Messer nehmen und die Pins, das war genau halber so ein Pin, hat nie reingepasst. Und dann irgendwann, ich dachte, kann doch gar nicht sein. Dann habe ich bei Johnny's World mir das Video dazu angeguckt, zum Arc de Triomphe. Und da hat er so ein bisschen vorgestellt. Dann habe ich gesehen, dass da die quer gesetzt hat, sozusagen. Also, und dann dachte ich, okay. Habe ich mich aber gleich bedankt bei ihm, weil ohne ihn wäre ich echt aufgeschmissen gewesen. Also, ich bin echt nicht drauf gekommen. Das war also nicht zu erkennen in der Bauanleitung, oder was? Also, für mich nicht, nee. Man hätte das anders machen sollen. Also man hätte zum Beispiel mal so einen Stein zeigen sollen und dann irgendwie eine Drehrichtung oder so. Also für mich war es persönlich nicht leicht zu erkennen. Ja, manchmal ist es immer ein bisschen fraglich, wie das genau kommt. Man kann aber auch sagen, so, habe ich schon den blauen, habe ich jetzt auch zwei zu viele, drei sogar, okay. Können wir dann das nächste Haus bauen. So, das habe ich jetzt hier drauf gesetzt, die blauen. Damit sind wir Schritt 33 beendet. Damit sind wir bei Schritt 34. Da brauchst du nur die blauen sozusagen. Ne, die blauen und ich habe innen so eine Linie gebaut. Also ich denke, das haut eigentlich hin. Dann gucke ich mal. Oder habe ich die noch vergessen? Ich muss jetzt aufpassen, nicht, dass ich hier eine zu wenig setze. Mal schauen. Das wäre ein 1x10. Das ist ein 10er, ja. 1x10, 4x. Das wäre theoretisch der Seite. Wenn das dann. Okay, die scheine ich noch vergessen zu haben. Hier rum. Aber viermal, das müsste aber stimmen. Da drauf, okay. Ach, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet hier über den Chat. Irgendwie kam mir nichts an. Ja, genau.
Der üppige AG. Also dieser Brick-Separator ist eigentlich bei jedem Wangi dabei. Ich kann ja mal hier, wie gerade Calculon danach gefragt hat. Hier, genau, hier wird er erklärt. Da müsste ich mal die Kamera wechseln. Ich mach mal Highcam. Genau, hier wird er eigentlich erklärt. Brick-Separator. Also die Funktion 3, die ist eigentlich sehr gut. Die hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Na gut, das Rausheben geht so. Auf Deutsch heißt das aber Teiletrenner, ne? Teiletrenner. Ja, Separator, ja, Englisch Trenner, ja. Aber warum trinken wir ja Chatty keinen Sound? Verstehe ich auch nicht. Geht. Ich will mit dem Chat achten. So. Dann einmal 6-6. Da gibt es auch noch coolere Teiletrenner, ne? Da gibt es ja ganz unterschiedliche. Ich sag mal so, wie oft baust du hier daneben? Ist relativ gering. Warte mal, aber das kann irgendwie nicht stimmen. Achso. Hä? Ah, siehst du? Baufehler. So, hier ist Level mehr abgegangen. Hiervon stimmt's. Oder? Ne, die lange Seite geht durch, okay. Ich hätte noch genug übrig. zu jedem Set gibt's so einen Separator dazu. Das ist ja auch Centkram. Ja, das produzieren die. Weißt du, die Wahl. Das fressen die immer und dann ist das. Wenn du überlegst, in jedem Set liegt das bei. Und am ersten Set habe ich das gar nicht mitgekriegt, weil ich die ganzen Beutel, die ich nicht gebraucht habe, in der Schachtel drin gelassen habe. Und das Ding lag ganz unten in der Schachtel drin. Ja, das ist natürlich blöd, wenn es in der letzten Tüte liegt. Nee, es lag ja nicht mal in der Tüte, es lag einfach nur so drin. Ach so. Ach, was baue ich denn jetzt hier? Ah. Selben Fehler nochmal gemacht. Jetzt bin ich aber auch doof. Zweimal übereinander, okay. Habe ich auch anders gelöst. Also zweimal dasselbe Teil übereinander, beziehungsweise das ist nicht so schön. Finde ich persönlich. Was ist das? Das? Frage. Tetrium. So. Zack. Und. Okay, so. Und die Zweier kämen wieder. So, jetzt sind wir aber bei Schritt 34. Jetzt suche ich die nochmal raus. Also 6 mal 1 mal 10. Zwei, vier, fünf, sechs. Dann. 2 mal 1 mal 6 haben wir. Dann 1 mal 4, 10 mal 2, 3, 5, 6,
7, 8, 8, 9, 10. So, 1 mal 3, 4 mal. 1, 2, 3. 1 mal 2, 4 mal. 1, 2, 3. Oh, hier ist wieder ein Stein, der hat schon eine leichte Beschädigung. 4. Und von den Teil 16. Okay. Oh, da war der Arme weg. Was? Du bist gerade bei Twitch raus. Ich bin bei Twitch raus? Ja, laut meiner Anzeige, ja. Bei mir rüttelt er auch wieder. Warte mal, ich muss da mal was machen. Ich habe bei dir Standbild jetzt. Ich muss mal das hier direkt mal rausschmeißen. Dann müssen wir das mal ganz aus dem Arbeitsspeicher rausschmeißen. So, okay, mehr ist nicht. Wenn nicht mehr allzu viel kommt, habe ich relativ viel Steine übrig. So, die einmal. Jetzt bin ich wieder da. Im Chat, das dauert immer eine Weile, bis du da angezeigt wirst. Ja. Das wird jetzt wieder von. Ach nee, Quatsch. Mal ganz langsam. Okay. Also, das ist jetzt die lange Seite. Die lange Seite. Das hierher ist ja logisch, da passt irgendwie was hin. Ja. Okay. Relativ einfach zu bauen, weil es ist ja bloß noch die Punkte übrig, wo die draufsetzt. Da ist er wieder. Ja, so bin ich wieder da. Ja. Ach, meine Güte. Wenn du hier mit 2 bis 3 Tablets arbeitest. Ja. Aber du verbrauchst weniger Strom. Also ich hätte auch gerne über Tablet das gemacht oder irgendwie anders aufgenommen, einfach um Strom zu sparen. Aber ich habe keine Methode gefunden, wo ich 2 Kameras gleichzeitig laufen lassen kann. Nee, das geht nur über Computer. Ne? Und was nimmst du da als Software? Derzeit nehme ich Twitch Studio, nennt sich das. Ach so. Weil ich glaube, hier StreamYard oder so geht auch, ne? Oh, kann ich jetzt gar nicht sagen. Also es gibt verschiedene Streamlabs, OBS. OBS nehme ich zum Beispiel, um Spiele zu streamen. Hier kommen bestimmt 4er rein, gehe ich davon aus. Ja, okay. Ja, oh. Und bei StreamYard kannst du andere mit reinziehen in den Stream, ne? Glaube ich. Also kannst du so mehrere Fotos wie im Skype oder so. Okay. So weiß ich nicht. Wie gesagt. Glaube ich. Aber das geht auf jeden Fall für YouTube. Das wird auch für Twitch gehen, denke ich. Ja, das Streamlabs zum Beispiel macht auch Multi-Streaming möglich. Also du kannst da gleichzeitig auf 4 Plattformen streamen. Ja. So. Jetzt kommt hier quer. Was ist denn das für. Okay, nee, Quatsch, jetzt muss ich auch mal unten gucken. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen. Könnte so Zähner sein. Ja, okay.
10er. Und die Seitenteile, da kommt jetzt 2er. Und dann machen wir erstmal eine lange 2, 4, 6. Das Langteil, das ist vorne an, so. Ups. Und 2, 4, 6, ein 6er. Okay, das würde stimmen. Ah, hier haben sie wieder mal versetzt gebaut. Hier sind ja die Teile drin. Das hier oben drauf. Hier oben drauf. Das. So, jetzt die Seite. Zweier und zwei Dreier. Da bleibt was, da bleibt Platz dazwischen. Okay. Da habe ich ja ins 4 ausgesucht und wahrscheinlich. Dreier zu wenig. Hier ist jetzt Platz, verstehe ich jetzt auch nicht. Okay. Aber es wird so sein. Bei dir piept irgendwas? Ja, ja. Bei mir. Schon wieder die Steine. Die Nervsteine. Die Modified Bricks. So, die kommen jetzt immer okay, über so einen Bogen. Okay. Hast du schon gesehen, ich habe Wartburg und Trabi nochmal gebaut. Ja, ich habe mal kurz reingeguckt, aber ganz schaffe ich das immer nicht. Nee, da keine Zeit. Verlangt ja okay. Aber ich habe mal reingeguckt, aber der Wartburg in Gelb, ja. Das ist schon... Ja gut, wäre jetzt farbmäßig nicht meine erste Wahl gewesen, aber... Ist nun mal so. Also der graue Trabi zum Beispiel, den finde ich relativ gut. Finde ich aber schade, dass das Original nee, auch in diesem Grau ist. Aber die haben das ja in diesem Pappeblau. Also da geht es ja auch noch. Es ist wie gesagt, ich habe noch unterwegs, aber die Post, die braucht irgendwie derzeit. Irgendwie bleiben immer die Pakete hängen. Es kommt ja noch der, wie gesagt, der Caravan. Trabi mit Caravan. Den habe ich relativ günstig. Den habe ich günstig erstanden. Hä? Das hast du bei Flubrix bestellt, oder was? Nee, das habe ich über Amazon geholt. Ach so. Die zwei letzten Fahrzeuge, die habe ich von Talja gekauft. Die haben nämlich auch Kobi angeboten. Die sind sogar knapp 1 Euro unter Bluebricks. Ach so, ja. Wenn sie es mal vorrätig haben. Aber deswegen habe ich zum Beispiel mir dort eben diesen Barkas geholt, diesen Feuerwehr, nee, den Feuerwehr-Barkas kommt ja noch. Die zwei Autos, die waren ja von Talja, weil die hatten einfach, bei Bluebricks gab es diese
Universal oder Kombine, würde ich es mal nennen. Ja, mit Kobi ist sowieso ein Problem zu kriegen. Na? Das kannst du vergessen, weil Kobi schafft nicht genug herzustellen, die sie verkaufen können. So, jetzt kommt 14 mal die 4er, genau dazwischen. Wer hätte es gedacht? Hier in der Mitte bleibt das Einflugloch wahrscheinlich für die Tauben, damit die hier durchfliegen können. Sidecam. Vielleicht besser zu erkennen. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass diese Lampe so sehr blendet. Aber es gibt. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es anders machen sollte. So geht es nicht erst noch extra. Noch mehr leuchten. Das. Mit um, das sieht man es besser. Aber wenn du überlegst, jetzt, wie hoch ich jetzt schon baue und der Big Ben ist vielleicht noch mal doppelt so hoch, da weiß ich noch nicht, wie ich die Kamera einstelle. Habe ich keine Ahnung. Ja, ich würde schräg von oben, ne? Ja, die ist jetzt hier unten an Windschutz für mein Mikrofon befestigt. Oh. Ich wüsste nicht, wo ich die dann noch festmachen sollte. Die lässt sich gar nicht so schön Was befestigen. ist denn das jetzt für eine Kamera? Die Seitenkamera, das ist, die nennt sich von Herkules. 720p Ach hat die so. bloß, HD-Kamera, so Ach heißt die so. einfach. Ach Ist so. eigentlich für Und Tablets und Laptops geeignet, weil die hat so eine Art Klemme, die du unten befestigen kannst. Und du kannst die auch Ach so. drehen, immer in die Richtung und dann noch einmal in die Richtung drehen. Also die hat sozusagen zwei Achsen. Ist eigentlich sehr schön. Und die oben, was hast du da für eine? Und drüber habe ich eine Full-HD-Kamera. Die, oh Gott, ich Ach weiß aber so. nicht, welche Firma das jetzt ist. Ach so, ist egal. Das weiß ich nicht. Da habe ich mir einfach eine besorgt. Also die hat 1080p Auflösung. So, hier Ja. sind schon die Figuren rausgefallen. Okay, jetzt haben wir das geschafft. Jetzt bin ich schon mal gespannt, was hier an die Seite rankommt. Okay, da kann ich schon mal die Tüte ausräumen, weil das sind nämlich genau die Teile, die ich brauche. Zumindest die runden. Ah, zwischendurch puttert er aber immer mal hier ein bisschen. Also, Aber. hier sind wir durch. Nummer 36, da kommt hier solche Eckteile. Hier. Davon brauche ich 14 Stück. Ist gegen die Kamera gekommen, ne? Gegen die Seitenkamera. Na, ich habe die jetzt mal ein bisschen höher gestellt. Ja, du musst eher, dass du von oben rauf gucken, ne? Bisschen was schräg von oben oder seitlich von Ja, wie oben gesagt, ich habe vielleicht. dann bloß noch die Zweiercam. Von oben und von der Seite. Ich wüsste nicht, wo ich das noch weiter hoch machen sollte. Wie gesagt, keine Ahnung, muss ich mir irgendwann mal was Ja. einfallen lassen. Aber wie gesagt, der Turm, das dauert ja noch. Ja. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wie viele Teile hat denn der? Weißt du das? Warte mal, Moment, müsste ich mal kurz auf die Schachtel schauen. So versteckt. Da unten steht genau verkehrt rum. Ach so. Ja, ist egal. Warte mal, Du, vielleicht. und ist da jetzt schon was zu sehen von dem Bluebricks-Laden? Keine Ahnung, ich war noch nicht wieder vorne. Ach so. Also haben sie auch noch nicht bei mir gemeldet. Der Big Ben hat 1642 Teile. Ist auch ordentlich. Ja, nee, die haben sich bei mir noch nicht gemeldet. Ich würd ja auch gerne mal meine Bewerbung noch mal neu machen, weil ich ja jetzt auch, ich sag mal so, Bluebricks Modellbauer bin.
Können Sie auch sagen, ah ja, da baut schon und vielleicht. Ja, aber du hast ja noch relativ wenig direkt von Bluebrix gebaut, ne? Ah, ne, gut. Du hast ja mehr. Ich gehe ja davon aus, dass die keinen Bauer suchen, sondern dass die jemanden für den Laden zum Verkaufen suchen. Und, dann wirst du sehen, ob sie dich nehmen oder nicht. Ich bin nun mal. Also sagen wir mal so, ich kann ja auch mich begeistern. Also jetzt Wang Yi zum Beispiel finde ich sehr gut von der Qualität her. Mhm. Gut, Kobi habe ich auch schon gebaut. ZRK habe ich gebaut. Das war ja diese Mini-Sache mit dem TV-Automat hier, mit dem Street Fighter-Automat. Das war ja echt. Mhm. Echt winzig alles. Da war das noch nicht mal Mikro, da war das bloß Mini-Steine. Mhm. Bluebrix ist aber der größte Händler für solche Steine, ne? Also für alternative Klemmbausteine. Ja, ich sag mal so, du kannst bei denen, die haben relativ schnell auch die Neuheiten, aber wie gesagt, die haben auch manche Sachen, die ausverkauft sind, die du dann woanders günstig herkriegst. Also wie gesagt, ich habe ja die zwei Kobi-Fahrzeuge zum Beispiel, habe ich bei Talia gekriegt. Man muss ein bisschen schauen, auf jeden Fall. Ja, ja. Man hat ja die Möglichkeit. Muss ja auch immer rechnen, es kommen ja bei Bluebrix kommt ja immer noch die Versandkosten dazu. Ja, ich weiß nicht, die haben glaube ich ab, weiß nicht, 100 Euro oder wann haben Ich glaube 150. Oder 150. Also hier mit den Sachen, die ich jetzt als letztes bestellt habe, war ich mit 144 noch zu wenig. Also dann müsste ich noch Versandkosten bezahlen. Und da ist das schon mit 144 Euro viel. Also wie gesagt, das waren ja alle Sets, die ich jetzt gebaut habe. Also zumindest das Kolosseum, Arc de Triomphe, der Turm, also Big Ben und der Louvre, genau. Und ja, und was fandest du bis jetzt am besten? Ja, ich habe ja bis jetzt bloß von denen jetzt bloß das gebaut, beziehungsweise das Kolosseum, genau. Fand ich jetzt, also von den Schritten her war es echt seltsam. Also du hast bei dem Kolosseum die ersten Teile, die liegen nur so auf Scharnieren auf. Also du hast ja unten nur Scharnierteile sozusagen. 2x2 Bricks, die aber mit dem Scharnier verbunden sind. Und genau auf dem Scharnier liegt dann sozusagen das Innenteil auf. Und wenn du richtig drücken willst, habe ich immer Angst gehabt, dass ich da irgendwie was wegbreche oder so. Also ich weiß nicht, das war nicht so perfekt gelöst, fand ich. Weil die hätten da drunter eventuell noch eine Querverbindung machen sollen. Also ein paar Steine mehr hätten es noch gut getan. Aber wie gesagt, wenn du das irgendwie lagern willst, um das immer noch auszustellen, du kommst dich drum, das in Glasichtfolie einzuwickeln. Ja. Weil sonst kriegst du es nicht wieder Staub, den Staub weg. Weil Staub bleibt drauf kleben, da kannst du machen, kannst du mit dem Pinsel rübergehen, was du willst. Das wird gar nichts. Ne? Wie gesagt, das muss ich im Kraftwerk einlagern. Und wenn dann irgendwann mal wieder eine Veranstaltung ist, doch mal wieder. Die Frage ist natürlich, ich habe schon mal rumgefragt, zählt das als Modellbau? Also für mich eigentlich ja, weil ob du nur ein Teil aus Plastik baust, ausschneidest und das irgendwo ranklebst oder ob du hier die Teile zusammensuchst und das zusammensetzt. Man kann so als großes Puzzle werden, wenn man es so nimmt, aber ich würde schon sagen, es zählt unter Modellbau. Ja, die hatten doch auch bei der, na gut, Modell-Hockeyspiel hatten sie ja auch. Ja gut, da war das aber ein Ding für sich. Das war ja direkt der Verein, der sich damit beschäftigt hat. Ja, klar. Und so, jetzt brauche ich die
dünnen Teile und dann dürfte schon fast rum sein. Ja. Ne? 36. Sagen wir so, mit diesen ganzen Herstellern, das gibt es ja auch erst, also so richtig seit 3-4 Jahren, würde ich sagen. Das ist ja noch gar nicht. Vorher war ja Lego so allein Herrscher hier. ich bin heute Abend nochmal online zwecks. Ich spiele jetzt gerade, was habe ich mir geholt? Müsste ich jetzt mal gucken, habe ich das hier irgendwo ausgelagert im Steam? Schach kann man doch nicht lernen. Children of Morta habe ich mir geholt. Ist natürlich nicht gerade die Grafikpracht. Aber sehr interessantes Spielsystem. Ich kenne das nicht. Nee, wie gesagt, ich habe mir hab das bei Steam, war das ganze Zeit auf meiner Wunschliste. Es ist jetzt grafisch nicht hochwertig. Aber ich sag mal so, es ist okay für das Spiel. Macht Spaß. Und ja, gut. Es muss einfach alles passen. Da ist mir dann auch die Grafik egal. Aber ich hab's mir nicht zum Vollpreis geholt. Also der Vollpreis war mir dann doch zu teuer. Aber was hast du bezahlt? Ich habe für das Teil 5 Euro bezahlt. Bei Steam kostet es 22. Oh. Ja. Und das ist ja ordentlich. Also 22 wäre mir echt zu viel gewesen. Hätte ich mir das nie geholt, aber ich dachte, 5 Euro kann man mal ausgeben. Da fragt man sich immer noch, wie die Firmen dabei noch Geld verdienen. Denn die müssen das ja auch immer her haben. Ja, guck doch mal bei diesen Sets jetzt, wenn so ein großes Set mit so vielen Teilen, ne, wenn das wenn du das hier für so und so viel Euro kriegst, das haben die importiert, da haben die Zoll- und Mehrwertsteuer bezahlt noch, ne? Und dann hat noch der Hersteller da und der Verkäufer hier hat Gewinn gemacht. Ne? Und das rechnet sich ja trotzdem, weil diese Herstellungskosten der Steine selber, ne, das ist total gering. Also wenn du hier 1000 Steine hast, das kostet vielleicht 2 Euro oder so. Wenn überhaupt. Ja, ich sag mal so, gut, okay, wenn du jetzt so Standardsteine hast, ist es ja vollkommen okay, weil überleg mal, die produzieren die immer, dann machen die bloß die Mischung, Farbmischung rein und dann machen die eben, was weiß ich, ich sag mal, 5 Milliarden davon, 5 Milliarden davon. Oh, hab ich irgendwie Udo, das Einzige, was wirklich teuer ist, sind die Spritzgussformen. Die kosten so zwischen 30 und 100.000 Euro kostet eine ungefähr. Ja, und das muss eben erstmal reinkommen. Das muss erstmal reinkommen. Aber ansonsten, die Herstellung der Steine, das kostet fast nichts, egal welche. Ja. Nee, das ist schon klar, aber wie gesagt, das ist... ich sag mal jetzt bei den Kobi-Fahrzeugen, da könnte jetzt jeder sagen, 13, 14, 15 Euro ist schon sehr teuer. Ich sage, es sind spezielle Formteile und sie sind auch bedruckt. So, und alleine das Bedrucken, kostet ja auch noch Arbeit, das zu programmieren. Und wer weiß, wie die das machen, mit welcher Maschine und tralala. Also da muss ich sagen, da finde ich den Preis dann schon wieder angemessen. Das stimmt. Und das sind ja auch keine, das sind ja Sammelmodelle. Das ist ja kein Spielzeug. Ja, das sind keine Spielmodelle. Ja. Weil Kobi hat hauptsächlich eben ja eigentlich auch Modelle für Erwachsene und nicht für Kinder. So. Die hatten auch Zeug für Kinder, ne? Das haben sie aber alles rausgenommen, weil das andere zu gut läuft. Da ist besonders die USA, ne? Wir haben in den USA einen Absatzmarkt ohne Ende, ne?
Die können gar nicht so viel produzieren, wie die haben wollen, die Okay. USA. Gerade nie im, es geht da um das ganze Militärzeug, Flugzeuge, Panzer und ähnliches, Ach ne? so, ja. Ja, aber auch die Schiffe und so. Das läuft so gut, die haben da ein neues Werk gebaut und das reicht noch nicht aus, ne? Oh, da habe ich bei Und Bluebricks wieder sehr schöne Sachen gesehen. Diese, die haben jetzt, war das Kobi, die Bundeswehr rausgebracht haben, beziehungsweise Bundeswehrfahrzeuge. Da waren ein paar schöne Sachen dabei. Oh, die hätten mich schon interessiert. Oh, nee, aber. das ist von Bluebricks selber. Das ist von Bluebricks selber. Das ist nicht von Kobi. Warte Die mal, wenn ich das haben. jetzt hier aufsetze, passt das doch noch gar nicht. Ach so, jetzt kommt hier noch drum rum, okay. Aha, da ist das also doch hier ein Taubenloch da oben. Oder damit es einfach luftiger ist. Ich habe keine Ahnung. Okay, jetzt kommen noch die schwarzen. Mach mal die Seitenkamera, die ist vielleicht besser zu erkennen. Jedenfalls ist das schon ein Milliardengeschäft, was die hier machen. Also ich Und sag mal so, Kobi. wie gesagt, es ist, ich gönne das jedem. Und Kobi stellt ja nur in Europa her, ne? Die stellen nicht bei den Chinesen und Ja, ähnliches her. das finde ich schon mal sehr gut. Gut, okay, jetzt baue ich Wangi. Aber wenn Kobi das auch gemacht hätte, dann wäre ich zu denen gegangen. Aber leider haben die das nicht. Also müsste ich mir Nee. Alternativen suchen. Ah, das ist richtig. So, Das jetzt haben wir ist ja bloß noch. richtig. Schauen wir hier alles zusammen. Nur noch eine Schachtel. Aber es gibt ja noch so viele verschiedene chinesische Hersteller. Da gibt es ja extrem viele, ne? Ja. Und wie gesagt, es kommt immer darauf an, was die für eine Qualität haben und was die bauen. Also, wo ich Ja, sagen ja, ja, würde, ja, ja, ja. ich will es unbedingt haben oder so, aber 2, 4, Schön. 6. Ja, auf die lange Seite kommt ein 6er. Nee, das ist kein 6er. Großer Fehler, das ist kein 6er. Das ist also das so fest, dass hier schon manche noch mit abgegangen sind. Ist diese hier. Vier Stück davon. Von den 6 und 2. Von den 3ern 4. Vier und von den Zweiern auch vier. Und dann kommen noch die Fliesen. Okay. Gucken wir erstmal ganz von an, ja. Ja. Wie die das doch so hinkriegen, dass es nachher so gut aussieht, ne? Das Das ist ist eben das, wo schon. ich auch sage, Hut ab. Also wie gesagt, du musst ja auch rechnen, ne? Das sind ja auch Herstellungskosten. Du musst ja erstmal jemanden beauftragen, das Ding, was weiß ich, keine Ahnung, ob die das Bauen. abfotografieren oder was, oder abmessen, oder wie die das Ja, da sind sicherlich herkriegen. irgendwo die Maßstäbe. So, Gibt es schon, und dann aber. müssen die das ja in Steine umwandeln. Und alleine, siehe den roten Turm, den ich jetzt ich hab noch mal weitergebaut.
Ja. Es sind ein paar Steine, wo ich nicht weiß, ob es die wirklich bei, ich weiß es nicht, ist, also bei dem Studio habe ich das zumindest nicht gefunden. Da sind ein paar Sachen, wo ich sage, gefällt mir nicht ganz so. Aber alleine da habe ich ja schon relativ viel Zeit verbraucht, also mindestens 2-3 Stunden schon dran gearbeitet. Ja, das ist gar nicht so einfach. Und zwar, aber wenn alles einfach wäre, würde es ja jeder machen. Ja. Aber hinten aus sage ich mir dann, du hast ja mal gesagt, dieser eine Kollege hier, ich weiß jetzt gar nicht, wer es war, der den Traktor, den Bagger gebaut hat. Und du sagtest, der auch hier mit den Rädern. Ja. Hinten aus, als er dann gesagt hat, was er dafür ausgegeben hat, wäre es mir schon wieder zu teuer. Ja, 1200 Euro. Ja. Und wenn du die Steine von Deutschland aus kaufen willst, als Lego-Steine direkt, ne, bist du mit 2,4 dabei. Ja. Ja, ja, das ist ja ein Riesenteil, ne? Ja, aber trotzdem, die Frage ist es das wert, ehrlich? Ja, ich glaube nicht, weil du weißt bis zum Schluss nicht, ob das wirklich funktioniert, ne? Weil da ja auch sehr viel Pneumatik noch dabei ist und die großen Teile schnappt das vielleicht nicht richtig und die Motoren, na gut, er hat das zum größten Teil mit China-Zeug gelöst, ne? Also mit China-Stein, auch mit Cobrex und so vielleicht. Und das andere muss man dann sehen. Das ist. Ja, aber das sind dann 150 Euro, glaube ich, knapp über 150 Euro, die in Steuern bzw. Zoll weggegangen ist. Ne? Ja, natürlich. Aber du weißt ja, wenn du die hier kaufst, jetzt als Lego-Steine, dann bezahlst du noch mehr. Ja, ne? Gut. Ja? Und gerade die Pneumatik, die musst du ja auch hier kaufen. Die gab es aus China nicht. Ne? Ja? Ne? Das musst du ja alles bei Brickling noch zusammensuchen. Und der baut doch jetzt aus noch mehr Stein, baut er jetzt hier Notre Dame. Ja, ne? Hab ich gesehen. Das wird ja noch größer, ne? Ja, auch so über 63.000 Teile, wenn ich so mitgekriegt habe. Na, weiß ich nicht. Ja, es waren sehr viele. Ja, sehr viele. Aber 60.000 glaube ich nicht. Ja, da waren glaube ich über 60. Aber es haben doch wieder Teile gefehlt und so. Nee, das ist hier Klemmbausteinwelt, heißt der, ne? Genau. Ja. So, jetzt hätten wir das fertig und jetzt käme eigentlich nur noch das Dach. Ja, weil jetzt müsste ich das Dach zusammenbauen, was ich ja schon getan habe. Ach, das hast du schon. Ja, ich hab das zusammengebaut, weil ich gedacht habe, mir fehlt ein großer, flacher Stein. Also 1x12 hat mir gefehlt. Und irgendwann habe ich den gefunden, der ist ins Modell reingefallen und stand im Modell drin, habe ich aber nie gesehen. Ach so. Ja. Ja. Da hab ich gedacht, da baust du erstmal das Dach zusammen, das ist das Einzige, wo du noch flache Fläche hast. Dann kannst du eventuell nochmal nachbauen. Aber das passt, okay. Ja. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, ob wir das hier noch so hinkriegen. Da war's drin. Ja, das ist jetzt ein bisschen gefummel. Platte will ne. Warum will denn die Platte ne? Irgendwo hat sich die Platte. Die Seite ist das schon. Ne, ist unangenehm. Ja, vielleicht war es doch keine gute Idee, vorher zusammenzubauen. Ah, die Seite ist drin, okay.
machen musst. Das muss ich mal gucken, das müsste gucken. Boah! Das ist dann bombenfest, wenn du es immer drinnen sitzt. Das wird nicht mal so schön. Das ist nur noch die Platte. Der sitzt. Ist okay. Andere Seite aus nochmal. Irgendwie will die Platte ne. Und jetzt. Ach, das ist aber keine gute Lösung hier. Jetzt hängt das nämlich in der Mitte durch. Wieder drücken. Ah, die Lösung ist nicht so prickelnd. Hätten die noch was? Dadurch, dass es eben hohl ist, komme ich ja auch nicht mehr hier rein, in dem Sinne. Alles zu komplett, aber haben sie ja nicht schön gelöst. Er musste versuchen, die Platten einzeln drauf zu setzen, oder? Ja, das Problem ist, selbst wenn ich habe die jetzt drauf auf den Kanten. In der Mitte ist aber Platz sozusagen. Da habe ich kann ich keinen Gegendruck erzeugen. Das ist das Problem. Deswegen habe ich das auch auf dem Boden zusammengebaut. Das ist beschissen. Ja, das ist wirklich. Das ist total beschissen. Das Teil zu abkriegen, ja. Genau, also ich mach mal die obere Highcam. Wenn man sieht, hier sozusagen ist kein Stein dazwischen. So, und du hast hier überall, wo du Kraft ansetzen willst, haben sie nicht schön gelöst. Aber ich habe noch genug Steine übrig. Dann werde ich das jetzt mal noch ein bisschen abändern. Das gefällt mir hier gar nicht. Das haben wir schön gemacht. Habe ich da irgendwo was verkehrt gemacht? Nö, die sind so. Das ist eigentlich. Okay, wenn das ist und das hier nochmal in der Mitte, zumindest etwas Halt haben. Dadurch, dass das hier innen hohl ist, also hier in der Mitte hätte ich mir gerne noch einen Stempel gewünscht, dass ich genau hier in der Mitte drücken kann. Aber das kannst du auch, da hast du nicht mehr die Teile dafür, das kannst du dir nicht selber bauen. Ne? Na, warte mal, ich habe noch ein paar Steine übrig, mal schauen. Wenn du die wirklich nicht mehr brauchst? Also, laut meiner Anleitung müssten nur noch die Figuren kommen. Ja, dann
ist das auch so. Guck ich mal, ob wir das irgendwie hinkriegen, dass man hier wenigstens ja. Druck in der Mitte ausüben kann. So, die Platten runter. Hätte ich denn jetzt zur Verfügung? Aber das kriege ich nicht von der Höhe her hin. Da muss ich ja echt hochbauen. Gucken. Bin ich ja noch nicht mal annähernd ja. In der Höhe. Ja. Nee, da kannst du vergessen. Das, mal schauen. Mal hier den Vierer hin. Brauche ich einen kleinen Frage, bin ich jetzt oder muss ich noch höher? Wäre das schon hoch? Auch ja bloß ein Gegendruck. Nee, das könnte schon hinhauen. Okay, das könnte schon passen. Ich muss mal probieren. Schön, wenn ich hier noch Platte dazwischen kriegen würde. Hm. Das guckt und hinten ist raus. Was ist jetzt nur zwei, was rausguckt? Eins. Ja. Auch in Stein weg. Ich höre ja auch Lego-Podcasts und so, ne? Okay, sowas gibt's auch. Ja. Ha. Ich weiß gar nicht, ob ich alle kenne, aber Dreie fallen mir erstmal schon mal ein. Dreie, die sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Also bekannteste ist vielleicht, weiß nicht, Spielwareninvestor und Stonewalls.de, also Stonewalls Podcast. Heute ist Mittwoch, ne? Ah, kommt heute noch Mittwoch, eine neue Folge. Ja. Heute ist heute oder morgen kommt eine neue Folge von Stonewalls. So, okay, jetzt habe ich hier in der Mitte einen Punkt reingepaut. Super, jetzt passt das. Jetzt kann ich hier auch Gegendruck anwenden. Hm. Ohne, dass so gleich alles zusammenfällt, hoffe ich zumindest. So. Das kam oben drauf, das kommt hierher. Ist gar nicht, ob das heute mal. Ja, jetzt kann ich ein bisschen mehr Druck aufbauen. Passt. Passt. Warum ist das jetzt nicht mehr? Wert. 3, 1, 2, 3. Hört die. Okay. Ah, hier habe ich jetzt einen Brick-Separator und kommt hier aber jetzt unter die Fliese gar nicht runter. Ja, weil die keinen Groove hat. Da ist wirklich gut, wenn du dann eine Pinzette noch hast. Eine Flachpinzette. Ja, weil die keinen Groove haben, die Fliesen, ne? Die haben keinen Groove, nennt man das. Also die haben ja eine ganz kleine Kante, aber es ist einfach zu wenig. Hm.
3, 4. Gehst du mal rein jetzt? Ist doch einzeln bauen. Das war doch keine gute Idee. Vorher anzubauen, so. Jetzt. Hier. Eine glatte Fläche rein. Was? Irgendwie ist das nicht schön. Nicht schön gelöst. Was hat denn hier rein? Auf einer Seite festmacht, könnt ihr auf der anderen Seite wieder hoch. Och, frisch. Das ist echt seltsam. Johnny's Wort vielleicht noch mal was abschauen. Ist bei ihm besser. Drück ja immer und dann fällt das sofort ab. Ja, das hat man nicht schön gelöst mit der großen Platte. Den habe ich aber auch zu. Fehlt hier mir noch eine Tasche. Guck mal, zwei Bricks werden jetzt hier angebracht.
Halt, dann brauchen wir noch Wochenstein. Oh, es fehlt ja noch ein bisschen was. Jetzt könnte das. Mach. Nee, immer noch ne. Heute puckert er nur hier. Ich weiß auch nicht, ob das an meiner Internetverbindung heute liegt, aber ich glaube, eigentlich habe ich ja schnelles Internet. Ja, wer weiß. Aber wer weiß. Es ist hier auch nicht. Warte mal, ich will noch mal, ich gehe noch mal raus. Ja. Ich will noch mal hier. Ich will noch mal vollkommen hier raus. Ups. Nee. Ich wollte doch raus. So. Komm. Aber jetzt ins hoch. So. Feuerstein. So. Jetzt bin ich wieder da. Okay. Du warst aber gar nicht weg. Ich war gar nicht weg? Ja. Okay. Ich habe aber komplett ausgemacht. Aber es. Und ihn rausgeschmissen. Also. Das. Das. Das mit dem Dach ist nicht schön gelöst, muss ich sagen. Hätte man besser lösen können. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ja, ich hab's. Ja. Die zwei. Großen Platten. Oh. Noch rein. Minimal, aber nicht einfach eine Seite drin, kommt jetzt auf der anderen Seite wieder raus. Das funktioniert so nicht. Irgendwie muss ich sehen, dass ich das als Ganzes drauf bringe. Ja, sonst habe ich auch mehr. Ich habe bloß 9 im Download. 9 Mbits. Okay. 9,4 im Download. Das ist nicht viel. Und 4 im Upload. Was? Ja, das ist WLAN und WLAN ist nicht ganz so schnell. Ja. Ich habe sonst, glaube ich, eine 50.000er Leitung. Ja, wir sind an der Telekom. Ja, das ist,
Im WLAN ist immer ein bisschen weniger und ich habe jetzt auch mehrere Geräte hier zu Hause. Das Ach kann auch so. mit ein bisschen sich aufteilen. Und ich weiß nicht, ich habe sonst immer so volle Pulle eigentlich. Aber da muss ich dann auch richtig am Computer gucken. Das kann ich hier über WLAN nicht sagen. Aber jetzt, ja, jetzt puffert er mal wieder. Also heute ist irgendwie. Aber ich habe sonst eigentlich die Probleme nicht. Na? Ja, dann machen wir danach erstmal Schluss. Nicht so schlimm. Baue ich das andere mit. Weil der Ton funktioniert ja, das ist kein Problem. Na? So. Hier, die Steine kann ich ausbauen. Das funktioniert auch nicht so, wie ich das gedacht habe. Schwert Das mal. mit Puffern, weißt du? Aber wer weiß. Ja, trotzdem eine Verstärkung bauen. Oder noch graue Steine hier. Und das funktioniert. So, die Platte ist jetzt drauf, die sitzt jetzt perfekt. Dann kommt links, rechts. No. So. Ah, jetzt hängt ja nur noch hier. Dann hatten wir das in der Mitte. Kreise rum. So. So. Und so, mal gespannt. Mal gespannt, was ich draufkriege. Mal hier rein. Ah, jetzt geht's wieder, hört mal. Naja, mal sehen, wie lange. Das heute will irgendwie nicht. Aber wer weiß. Doch jetzt nicht. Der hält jetzt besser. Jetzt zumindest jetzt gut aus. Aber es sieht zumindest besser aus, als ich gedacht hätte. Natürlich die Ecke nicht rein. Jetzt. Ja, das ist immer so, wenn man großflächig was aufeinander machen muss, das hält immer, das ist immer ein bisschen schwierig, ne? Wenn mehr. Wenn viele Noppen aufeinander kommen auf einmal. Jetzt. Oh. Gut, man hat ja ein bisschen jetzt einen größeren Abstand hier hinten. Gefällt mir nicht ganz so, aber ich habe jetzt in der Mitte keine. Also ich habe zwar unten drunter noch Platten gemacht, die ich übrig hatte. Aber zumindest ließ sich das jetzt besser aufsetzen. So, jetzt kommen nämlich noch die Umrandung noch schnell. Die Umrandung brauchen wir noch. So, das kann ich mal wegräumen. Und zwar an der langen Seite immer zwei Platz. Okay. Ach, jetzt kommst du hier hoch, wenn ich hier.
damit du niemand vom Dach fällt. Ja. Das erinnert, ich habe gerade irgendwie Déjà-vu mit, ich spiele ja gerade Lego City Undercover. Und. Auf dem PC oder auf was? Auf dem PC, ja. Habe ich mir für ein paar Euro geholt. Und wenn du da die Golden Gate Bridge lang fährst, auf dem Fußweg, die Leute springen ja immer nach rechts weg. Und die können aber dort nicht wegspringen, weil doch die Brücke kommt. Und da springen die immer voll gegen die Brücke. Ach so. Ja. Ist das ein Rennspiel oder was ist das? Nee, das ist eigentlich eine Open World, sag ich mal. Also du kannst wirklich alles machen, du kannst überall hinfahren, hast dann diverse Aufgaben. Ach so, du kriegst immer die Aufgaben dann. Es ist lustig gemacht. Du hast auch so eine Story. Siehst du zum Beispiel auch ganz bekannte Charaktere wie Starsky und Hutch sind dabei, zum Beispiel mit Izzy. Ich weiß nicht, ob der Izzy was sagt. Der hat immer so lila eine Klamotten bei denen an. Starsky und Hutch. Also es ist schon witzig gemacht. So, jetzt kommen hier noch die komischen Teile. Kann ich auch gerne mal bei Gelegenheit streamen, kein Problem. Also ich find's witzig, wie gesagt, du hast ja dann auch die Level, die du mehrmals machen kannst. Die musst du auch wahrscheinlich mehrmals machen, weil einige Sachen man erst später im Spiel freischaltet. Also ich habe jetzt zum Beispiel, kann ich mich in den Farmer verwandeln und der kann kurze Zeit schweben. Und zwar hält er dann ein Huhn in der Hand und schwebt dann sozusagen. Das sieht so richtig lustig aus. Ach so. Ja. Oder du hast dann einen Bauarbeiter zum Beispiel, also einen Bergarbeiter, der Steine zerklopfen kann. Brauchst du in einigen Stellen. Also es ist schon... Hast du auch schon mal Minecraft gespielt? Ja, aber wie gesagt, es ist nicht so mein Ding, weil eigentlich ist dort mehr die Kreativität gefragt, sag ich mal. Ja. Obwohl die im Kraftwerk, die Kids, die bauen immer bloß und dann tun die sich gegenseitig bekriegen. Da frage ich mich, was das für einen Sinn macht, ehrlich, aber gut sind Kinder. Ich habe nämlich auch erst gedacht, als ich gesehen habe, dass die Kids spielen ja auch Lego City Undercover. Und dann habe ich mal sozusagen überlegt, warum fahren denn die immer alle alles kaputt und sowas? Und das ist aber wichtig, weil du große Steine sammeln musst. Also es gibt immer kleine Steine, wie so eine Art Geld ist das. Und es gibt große Steine. Und wenn du die davon genug hast, kannst du dann auch diverse Sachen kaufen. Und genau die brauchst du aber. Und da musst du natürlich auch Sachen kaputt formen. Ach so. Ja. Da kannst du schon ziemlich lange spielen, oder was? Das hat wohl gar kein Ende, das Spiel so richtig. Das hat eine richtige Story. Keine Ahnung, wie lange die Story geht. Also ich... Da hat dann immer so verschiedene Aufgaben, muss einen super Bösewicht zum Beispiel fangen am Anfang. Da musst du dich erst verkleiden, da kriegst du so eine kleine neue Klamotte, musst dich verkleiden. Da bist du dann Schurke und kannst zum Beispiel in einem Gefängnis, du kommst irgendwann in ein Gefängnis, dann lernst du umzugehen mit einem Brecheisen. Da kommst du dann in Orte rein, wo du vorher eben nicht reingekommen bist. Ach so. Also ist schon witzig, wie gesagt. Und schöne, witzige Zwischensequenzen. Ist jetzt nichts, was ich jetzt den ganzen Tag spielen würde, aber es macht Spaß. Ja. Lego hatte ja jetzt mal vor kurzem, also zumindest Steam, hatte mal so Lego... Sieht aber irgendwie sehr wackelig aus. Hatte jetzt so Sonderangebote immer, so eine Lego-Week, sag ich mal. Und da habe ich gedacht, okay, guck's mal nach. Aber ich habe es dann bei einem Zweitanbieter billiger gefunden.
Hab's mir dann einfach mal geleistet. Du hast natürlich den Nachteil bei den Zweitanbietern, dass wenn dir das Spiel nicht gefällt, kannst du es nicht zurückgeben. Bei Steam ist es anders. Wie gesagt, wenn du es unter 2 Stunden spielst, kannst du dir das Geld zurückgeben lassen. Ach so. Ja. Also ich habe schon Spiele gehabt, die habe ich 5 Minuten gespielt und habe die sofort zurückgegeben, weil die mir einfach nicht gefallen haben. Ja, das ist aber eigentlich, das ist okay, ne, eigentlich. Ja, ne, es sollte eigentlich so sein, ja. Ich meine, nach einer Stunde oder so weißt du schon, ob dir das gefällt oder nicht. Genau. Ne? Hm. Ja, aber ich mag ja solche Spiele gar nicht. Also ich spiele ja eigentlich gar nicht. Ich spiele mal Karten oder was weiß ich. Aber mehr spiele ich gar nicht. Hatte ich früher auch mal. Ich finde ja zum Beispiel auch, ich finde so Bahn gut und sowas. Ja. Yeah. Aber ja, ich spiele ein bisschen Friedfeld oder was weiß ich. Aber so am Computer selber spiele ich eigentlich gar nicht. Das eigentlich eher weniger. Bei hier nee, da habe ich kein Talent für die Spiele hier. Noch das eins. So, jetzt haben wir gleich die. Also, das drumherum ist fertig. Jetzt kommen gleich die Figuren. So, das ist der letzte Stein. Die Ketten dann noch, ne? So, warte mal, ich mach mal die Kamera, Sidecam. So. Jetzt gerade geht's eigentlich wieder. Jetzt habe ich wieder ein normales Bild. Bis er dann mal wieder anfängt. Ja, aber wer weiß. Na, normalerweise liegt es eigentlich nicht an meiner Internetverbindung, weil die ist eigentlich stabil, weißt du? Ja. Ich habe eigentlich relativ gut. Aber das kann auch mal sein, wenn mehrere drin hängen jetzt hier. So, jetzt kommen die Figuren. Muss ich nochmal zurückblättern. Genau, bei Schritt 16 die Figuren schon. Das ist ja Quatsch eigentlich. Ja, die reicht doch nur wie runter. Wenn du so, da brauche ich das. Dann 2 solche runden Pins. Wo kommen die jetzt hin, die Figuren? Die kommen jetzt hier, genau, hier davor. Ach so, unten auf der Platte. Ja, warte, das, dann kommt... Aha, okay. Hätte ich doch die noch nicht übrig gehabt. 2 solche Pins. Okay. Sieht ein bisschen seltsam aus, aber egal. Dann kommt hier garantiert im Modified. Warte mal, ich gehe mal auf Modified. Dann kommt hier ein Einer. Da muss ich gucken, wo der Punkt ist. Ja, den machen wir nach unten. Ne. Vorne kommt eine Plate, eine Riese, zack. Wenn die doch gleich sagen können, dass hier an die Seite kommt. Interessante Technik. Nicht, dass das jemand mit Lego verwechselt. Ja, das ist kein Lego. So. Und jetzt kriegt er auf der einen Seite das Schwert. Weißt du was? Lego ist ja eine Abkürzung, ne? Ah, okay. Für Legot. Okay. Ne? Und das heißt, übersetzt heißt das so viel wie Spielgut. Okay. Yeah. Hm. Und so, Figur Nummer 1 fertig gebaut. So, die kommt dann hierher.
ist es zu erkennen. Warte mal. Machst du mal ein Stück heller. Die Lampe nimmt schon nicht viel. Ja, das ist doch eigentlich hell genug. Ich finde das eben, dass ich die Kamera nicht selber einstellen kann. Das ist das, was mich ein bisschen stört. Ja. Das müssen wir jetzt viermal bauen. Hüpf, haben wir schon mal. Hoppa. So, eine graue Plate. Das brauchen wir auch. Modified Brick. Eine graue Plate. Okay, zweites Standbein. Nochmal. Hier nochmal an. Zweites Standbein. Das. Das nach vorn kommt, das nach unten. Sag mal so, schön ist was anderes, aber ist okay. Ich hab dir mal ein Bild geschickt. Schon wieder. Mit deinen Bildern schicken. Ich habe schon immer keinen Platz mehr auf meinem Handy. Ach so, dann schicke ich dir keins mehr. Dann musst du es löschen. Ich habe bloß noch, ich weiß gar nicht, 96% oder 98% voll ist meine. Ich weiß auch nicht, wo ich das noch hinkriege. Ansehen, okay. Ach so, dann lösch es doch wieder. Dann lösch doch alles. Ja, ich guck dann mal, wenn. Ja, ist egal, musst du auch nicht. Auch nicht so wild. Was fehlt jetzt hier noch? Der Kopf und das der Arm. Nee, irgendwie habe ich jetzt oder doch? Nee, irgendwie habe ich jetzt. Wo hast du das Logo her? Also die beiden Logos. Du hast ja unten zwei Logos. Habe ich alles selber gemacht. Ach so, und die Steine gibt's die im Internet oder was? Pixabay. Und die Flamme gibt's. Was? Pixabay. Ach so. Also deswegen habe ich es ja genommen, weil es ist kostenlos. Ja. Ne, und den Stein, den habe ich selber gemacht. Also da, das hat mir echt, habe ich echt viel Zeit gebraucht. Also da. Die Steine, das ist eigentlich ein, wie sagt man, Bernstein. Und da habe ich dann noch ein Feuer dahinter hingelegt. Ja, das meine ich, ja. Und das andere ist von Pixabay. Ja, das andere, die Hintergrund und die Bausteine gibt es bei Pixabay. Und ich habe dann, wie gesagt, bloß noch ein Logo draus gemacht, beziehungsweise die Buchstaben reingesetzt. Naja. So. Einer. Ja. Ich denke, ich werde erstmal dann Pause machen, wenn ich hier durch bin. Ich muss noch mal schauen, ob Fritz, Iron Duke, der scheint noch nie online zu sein, ne? Er scheint heute Abend bestimmt mal wieder online zu gehen. Da gucke ich noch mal rein. Er hat gestern bei mir die ganze Zeit reingeschaut. Ja. Würde ich doch auch mal reinschauen. Hat auch relativ viel vor. Den habe ich dann nicht abonniert. Den finde ich dann auch nicht. Kann ich das oder wie hast du den gefunden? Warte mal, kann ich dir den folgen? Nee. Warte mal.
schwierig. Ich übernehme mal, ich schreibe dir das mal in Discord rein. Ich schicke dir das als Direktnachricht. Ja, oder schick mir das per WhatsApp, kannst du auch machen. Oder Discord. Ist das lieber oder Discord? Ja, mir ist egal. Ja, WhatsApp ist glaube ich besser. Weiß ich nicht. Bei Discord muss ich mich erst wieder zurechtfinden. Moment. Ach, jetzt ist das alles groß. Ja, das ist ja egal, ob groß oder klein ist, egal. Ja, ich weiß nicht, ob das hier einen Unterschied macht bei Twitch. Naja, wenn ich das alles klein eingebe, wird er das auch finden. Was ich glaube nicht, dass das groß Unterschied macht. Wir wollen. Glaube ich nicht. Aber muss ich nachher eh irgendwo gucken. Ja, danke. Wie gesagt, da baut sehr ungewöhnliche Sachen. Aber nach Anleitung oder was? Ja, ja. Aber das chinesische Haus zum Beispiel, das wäre nichts für mich. Da ist er jetzt gerade. Ach, schon wieder einen falschen Stein. Vorne. Und da gucken aber viele zu, oder was? Da schauen relativ viel zu, ja. Er streamt immer nur mittwochs und glaube Montag. Montag und Mittwoch. Ich hätte ja auch gerne feste Zeit genommen, aber wenn ich basteln will, bastel ich. Da ist mir dann egal, ob ich das nur an einem Tag machen kann. Ah, Quatsch. Aber wenn das dann mal so passt, wenn ich zu Hause bin und so, ist das gar kein Problem abends, ne? Oder so. Ja. Meistens. Meistens. Aber wenn ich dann unterwegs bin, dann bringt das ja nichts, weißt du? Man darf doch gar nicht unterwegs sein. Ah ja, muss schon unterwegs sein, mal. Ich darf das schon. Nicht, dass du dich noch ansteckst. Das wäre dann nicht so schön. Ich hier über Twitch stecke ich dich an. Ich habe ja schon gesagt, die Frau Wolf, ihr Mann, ist war im Krankenhaus, deswegen. Ja, ja. Gefährlich. Ich weiß aber nie, ob es, wie gesagt, wie es jetzt ausgegangen ist, ob es jetzt schon fertig ist oder ob er immer noch drin ist, keine Ahnung. Ja, die ist ja noch krankgeschrieben, ne, oder? Also ich habe sie zumindest nie gesehen, sagen wir mal so. Das. Okay, eine Figur noch. Und ein Ding von uns ist ja auch krank, ne? Hier in der Infostelle? Nö, das sind alle da wieder. Ach, sind alle wieder da? Ja. Ich dachte, die wären auch krank. Ich dachte, wir wären mehrere krank jetzt. Alle da. Nee, ich bin bloß mal unterwegs hier, weißt du, Stock sauber machen und mal einkaufen. Und meine Freunde, meine Bekannten helfen. Einmal in der Woche. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Ansonsten, ich bin ja auch viel zu Hause. Ich gucke viel YouTube und so. Also. Irgendwie fehlt mir ein Stein. Ich habe keine mehr. Aber eigentlich fehlt da nichts. Also innen meistens reingebaut habe ich. Ne, warte mal, hier liegt doch direkt. Da lag direkt vor mir. Oh, so viel dazu. Du musst mal aufpassen, manchmal bleibt das auch, dass ein Stein in der Tüte irgendwo hängen bleibt. Beim Auspacken. Ja, ja. Deswegen habe ich hier so Schachteln, wo ich mir das. Da stelle ich auch die ganzen Tüten immer rein. Wenn ich die neu habe, stelle ich die immer rein. Und dann habe ich immer nur die offenen und die geschlossenen für sich erstmal. So. Hattest du denn da musstest du da alle Tüten aufmachen?
Bei Wange Also jetzt? du Oder hast, habe ich. Wang Yi hat das sehr gut gelöst, dass die sozusagen die Steine in, ich sag mal so, die gleiche Form oder beziehungsweise gleiche Ja, Farbe Sortenreihe. in eben. Sortenreihe, aber nicht in Bauschritte unterteilt Nee, sozusagen. das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es ist noch verschmerzbar bei denen. Ist besser gelöst als wie bei Kobi, wo du. Ich hatte schon bei einem Auto, da waren ein Teil, wirklich ein 1x1, also hier wirklich so ein ganz kleiner Flacher, war in einer einzelnen Tüte, wo ich gedacht habe, ehrlich, muss das Ja, sein? das ist schon ein bisschen hart, ja. Also Das ist das ist dann Quatsch. Aber wahrscheinlich, weißt du, produziert dann der eine Hersteller und der andere Hersteller und der dritte Hersteller oder so. Ich weiß ja nicht, wo also die produzieren die zwar. Nee, Kopi produziert selber. Ja, also okay. Die kaufen nicht zu. Andere Hersteller schon, ne? Ja, Aber du hast ja Kopi nicht. bestimmt eine Ehrenwerk, was vielleicht alle, ich weiß nicht, oder vielleicht, was weiß ich, ein Arbeitsplatz produziert das und das und jeder macht aber seine eigene Tüte, weißt du, wo du dann denkst, okay. Ja, die werden, egal wo die produziert werden, die werden an einer Stelle verpackt. Ja, also daran liegt das nicht. Das ist manchmal, Ja, aber ich. manche haben da ganz extrem mit Tüten und so. Das gibt es schon mal extrem. Aber ich Ja, verstehe ne? denn ihre Sortiertechnik, ne, ehrlich, das ist komisch. Nee, das ist schon manchmal komisch. Ne? Aber guck mal, bei den Blu-ray Specials, ne, bei den einfachen, wo du auch die Anleitung als PDF haben musst, ne, da musst du ja auch alle Teile zusammen auf den Tisch packen eigentlich. Weil da gibt es ja auch keine Bauchschritte. Und da gibt es manchmal Sets mit 3.000, 4.000 Teilen. Ja. Das finde ich schon ziemlich hart, ne? So, das ist erstmal beendet halt. Nee, ist noch nicht ganz beendet. Wir müssen noch die Ketten drumherum machen, nicht, dass die Leute ja einfach so in der Botanik rumrennen. Also so seit 3 bis 4 Jahren beschäftige ich mich wieder intensiv damit eigentlich, mit dieser ganzen Materie. Zumindest was es so Neues gibt und was so auf YouTube gibt. Okay. Na? Deswegen kenne ich auch relativ viel. Also nicht alles, lange nicht. Ich denke nicht alles, aber Großteil kenne ich schon. Na? So, Da bin dann ich dann immer war schon im Bild. Na? das. Aber Hier sind zum Glück bloß zwei Ketten dabei. und dann gibt es hier bei Telegram gibt es mehrere Lego-Kanäle sozusagen, ne? Wenn du Telegram hast, gibt es Lego-Kanäle. Weißt du? Ja. Wo sie dir neue Angebote und was so los ist, kannst du kriegen, ist kostenlos, ist ein Kanal, kannst du nur empfangen, ne? Da kannst du nicht zurückschreiben. Das ist nur zum Empfangen. Mini-Yoda kommt jetzt. Ne? Ja, machen wir es so. So sieht es gut aus. So, Mitte. 2, 3, 4, 5, 7. Ich mach mal die Seitenansicht. Ja, hier ist Stadt. Sieht man jetzt gar nicht. Mal die Kamera ein Stück runterholen. So. Ja. Jetzt ist ja bei Lego auch das neue Space Shuttle rausgekommen, ne? Mit dem Hubble-Teleskop hier. Okay. Nicht die Endeavour, sondern das andere. Das ist jetzt bei so das Neueste mit. Warte mal. Ich glaube, über 2000 Teile. Ja, 2300 Teile für 190 Euro oder so. Ja, ist nicht für mich. Nicht Nee. von der Teileanzahl her, sondern einfach.
Ist nicht meine Welt. Mhm. So. Und das Schild, das habe ich vorher weggeräumt. War ja gleich Baustelle 3 oder so, wie ich gedacht habe, ehrlich, ist doch Quatsch. Ich sehe gerade, ist wieder verkehrt gemacht. Okay, jetzt zeig's nochmal in der ganzen Pracht. Ja. Ah. Also vorne und hinten dasselbe, da ist nicht viel Unterschied. Was ich sehr schön finde, vor allen Dingen in dem Set, gut, das hat jetzt Held der Steine gesagt, ob es jetzt gut ist, weiß ich nicht. Ich finde es gut, dass die hier spezial Bodenplatten genommen haben. Die tun das einfach noch einmal schön abrunden. Also ich finde das sehr schön. Und wie gesagt, und das Schild eben noch dazu. Na, das eben noch dieses schöne bedruckte Schild schon komplett zusammengebaut. Finde ich einfach eine schöne Lösung. Aber ansonsten, schönes Set bis aufs Dach. Das war ein bisschen tricky. Und die eine Stelle, wo ich nicht genau weiter wusste, aber ansonsten passt das. Ich werde erstmal aufhören. Wir tun heute nämlich schon die Fingerspitzen weh. Und ich mache mal die obere Kamera, dann sieht man mal, was ich noch an Reststeine habe. Also hier ist noch eine ganze Menge übrig. Könnte ich noch ein zweites bauen. So. Die Anleitungen werde ich mir aufheben. Erstens, wenn was kaputt geht, und zweitens ist ja hier nochmal was über die über das Gebäude steht ja nochmal was drin. Zwar in Englisch, aber ich finde das sehr schön gemacht. Also wunderschön. Aber die Ketten hast du noch nicht gebaut, ne? Die sind dran, ja. Ach so. Halt, warte, ich gehe nochmal die Seitencam. Ja, na, bei mir hängt ja schon wieder. Deswegen, ich sehe es jetzt gerade. Ich muss noch mal raus hier. Ja, na gut. Wie gesagt, es ist komplett. Es ist komplett. Ja, machen wir mal hier weg. Und dann mal hier löschen. Die Cage rauslöschen. Und dann geht das wieder nachher. Wenn ich jetzt hier wieder reingehe, dann hier hin. Ja. Ah, jetzt. Jetzt bin ich wieder da. Wenn ich das wieder rausgeschmissen habe, komplett, ne? Und dann wieder neu starte, dann ist er wieder da. Aber. Also die Ketten sind dran. Ja, aber die fallen leicht ab, glaube ich, ne? Ja, du hast nur hier in der Mitte, die hängen hier nur in der Mitte hier drin. Und diese Nippeln, die sind nicht gerade sehr befestigt. Also hier mal kurz gewackelt und die fallen da sofort ab. Ja. Da Garan deswegen, sagte, deswegen, heute deswegen, wieder alle Quests gesagt, abschließen, wenn du das morgen gibt es drei neue. Okay. So. Toll, mehrfach. Okay, ja, das funktioniert bei den Steinen. Ansonsten hast du da, ansonsten kannst du es vergessen, weil das staubt auch im Schrank ein. Ja, na wie gesagt, das ein paar Sachen, wo ich sage, gut, das Ding ist hohl, okay, aber ansonsten ein schönes Bauwerk. Also ist wirklich, gefällt mir sehr gut. Ja, von der Größe her, wunderschön. Gut aussieht. Also die 40 Euro lohnen sich da wirklich. Wie gesagt, die Anleitung hebe ich auf, weil ich gehe nochmal hier in der Highcam. Da sieht man nämlich zum Beispiel, die haben das wirklich also sehr schön gemacht. Hier steht viel Mist drin. Das braucht keiner. Hier hast du nochmal die Größenangabe dazu, wie groß das Teil selbst ist. 270 x 100, also das hier, 270 x 150 x 274 mm. Creative Ability, Family Interaction, Observation Ability und Thinking Ability und Practical Ability. Ja, man kann nur viel hinschreiben. Aber ja. Hier zum Beispiel, neuer steht eben alles über Art de Triumph drin. Zwar in Englisch, aber finde ich wunderschön gemacht. Also auch hier so die Bilder noch mit dazu. Sehr, sehr, sehr schön. Also ja, das ist hier ist schon das dritte
irgendwie Tomb of the unbekannter Soldat. Also es scheint irgendwie jemand begraben zu sein. Habe ich mich selber noch nicht informiert drüber. Wie lange hast du jetzt gebaut? Müsste ich nachschauen, jetzt vom Gesamt-Streaming her. Aber so um die 6 bis 8 Stunden mindestens. Ja, dann hast du hier dieses Color-Matching nochmal. Also wenn jetzt der und der Stein in Grau oder in Blau, dann siehst du das hier nochmal. Also das finde ich auch sehr schön gelöst. Die Idee. Ja. Vor allem, weil du Hellgrau und Dunkelgrau manchmal kaum unterscheiden kannst. Das hier oben hätte blau sein müssen, gut, ist eine andere Frage, aber ansonsten passt das soweit. Also sehr schönes Teil. Gut. Genug Teile zu viel. Und jetzt tun mir die Finger weh. Fingerkuppen. Ja. Das kann schon passieren. Ja, vor allem, wenn du viel drücken musst eben. Aber wir müssen uns mal treffen. Ich bring dir mal dann die Einzelteile mit von meinem Baum. Ja, das können wir auch mal im Kraftwerk machen. Ja. Das Problem, das kriegen wir schon mal hin. Ich bin gerade derzeit mit der Villa noch beschäftigt. Ja, jetzt sowieso nicht. Wenn wir alle einen Test machen, dann passt das. Oder einen aktuellen Test mitbringen. Dann schauen wir mal. So, okay. Na denn, das war's erstmal. Ich tue mal hier Stream beenden. Na, was ist? Jetzt irgendwie